Willkommen zu einem neuen COD-Video. Wir bekommen dieses Wochenende gleich zwei kleine Events, so kann man es vielleicht nennen, für Black Ops 3. Ganz am Anfang bekommen wir ein Doppel-XP-Wochenende, das heißt, in dieser speziellen Doppel-XP-Wochenende-Zeit kann man doppelt so schnell leveln, kann eben zum Beispiel noch Prestigen, falls man das machen will, oder kann ein bisschen schneller zu einem bestimmten Level kommen, das man vielleicht braucht für irgendeine Waffe. Und dieses Doppel-XP-Wochenende, das startet heute um 19 Uhr, läuft dann bis Montag um 19 Uhr und in dieser Zeit ist das alles aktiv. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Doppel-XP-Wochenende wahrnehmen werdet. Werdet ihr dort ein bisschen mehr zocken? Müsst ihr irgendwie ein bestimmtes Level erreichen für eine Waffe? Würde mich interessieren. Ich persönlich, ich werde dann nicht mehr spielen als normal. Ich bin ja mittlerweile schon Master Prestige, von daher, das Aufleveln bringt mir zwar noch ein bisschen was in Sachen, ich bekomme ein weiteres Level dazu, aber ich schalte eben nichts mehr frei, von daher finde ich das nicht mehr ganz so wichtig für mich. Und am PC gibt es dann obendrauf auch nochmal eine kleine Aktion, und zwar gibt es dort zurzeit das Multiplayer Free Weekend, das heißt, dort kann man den Multiplayer kostenlos testen. Die Aktion, die läuft im Moment schon, das heißt, jetzt gerade kann man sich einfach die Starter-Version oder das Starter-Pack von Black Ops 3 runterladen, kann den Multiplayer dann kostenlos testen, und diese Testversion, die läuft bis Sonntag um 22 Uhr, das heißt, in dieser Zeit kann man einfach kostenlos in den PC-Multiplayer springen, das heißt, falls ihr den Multiplayer noch testen wollt, falls ihr vielleicht den PC Multiplayer testen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall an diesem Wochenende machen. Und ansonsten war es das dann von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da, und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt und neu seid, dann lasst gerne auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.